Kolter, der Partner für Fenster, Türen und Glas aus Erkrath, präsentiert den Fortuna Talk. Und zu Gast am heutigen Tage sind Oliver Fink und Alexander Mattlung. Und damit ein herzliches Willkommen hier nochmal bei uns im Platinum Club. Ja, Fortuna Düsseldorf und MSV Duisburg trennen sich 1:1 unentschieden. Ich habe es eben unten gesagt, nicht Fisch, nicht Fleisch. Man hat zwar den Abstand nach unten, aufrechterhalten auf Duisburg, aber man hätte sich natürlich lieber ein Stück weit nach oben abgesetzt. Alexander Mattlung, wie hast du die Partie gesehen? Ich glaube, ihr habt euch viel vorgenommen und seid sicherlich nicht ganz zufrieden. Ja, es war klar, dass es ein kampfbetontes Spiel wird. Wir wollten natürlich den Dreier zu Hause einfahren. Das ist uns leider nicht gelungen und mehr kann man dazu nicht sagen eigentlich. Also es war ein sehr kampfbetontes Spiel und es ging hin und her. Beide Vereine hatten ihre Chancen und am Ende 1:1. Ist sehr bitter für uns. Wie hast du die beiden entscheidenden Momente gesehen, sprich unseren Führungstreffer und auch das Gegentor? Ja, ich denke, es war ein sehr guter Angriff über die Außen, wo wir zweimal uns 1 gegen 1 durchsetzen und dann vorne war es ja eher fast ein gestochertes Tor. Aber in so einer Situation muss man es einfach auch mal erzwingen und beim Gegentor war eine Standardsituation, die schon fast geklärt war und die dann wieder in Fünfer fällt und dann sind wir einfach nicht in der Aktion beim Mann und das Tor fällt. Für dich sicherlich persönlich auch keine ganz so leichte Situation. Du bist erstmal einen kleinen Schritt zurückgegangen in die zweite Bundesliga, um dich sicherlich wieder auch in den Fokus zu spielen. Aber bereut hast du den Schritt hoffentlich noch nicht? Nein, also der Schritt war gut überlegt. Der einzige Unterschied ist natürlich, dass ich jetzt keine Vorbereitung mitnehmen konnte, sondern in die laufende Saison oder in die laufende Hinrunde eingestiegen bin. Und das hat es natürlich nicht gerade einfach gemacht, aber umso mehr Zeit vergeht und umso mehr ich im Training wieder rankomme an die Mannschaft, desto besser wird's. Ja, bei mir ist auch Oliver Fink, der heute nicht auf dem Platz gestanden hat. Wie hast du die Begegnung von außen gesehen? Wir haben es eben schon gehört, sehr hitzig geführtes Spiel auch von beiden Seiten. Es war viel Emotion drin. Ja, ähnlich. War nicht das schönste Spiel von uns, denke ich, aber in der momentanen Situation ist es eigentlich relativ egal. Für uns ging es heute darum, 3 Punkte einzufahren, das haben wir leider nicht geschafft. Ja, und dann geht es halt nächste Woche nachzulegen. Du hast jetzt erstmal deinen Stammplatz verloren, eine ungewohnte Situation für dich sicherlich auch, mit der du nicht ganz so zufrieden bist. Nee, auf gar keinen Fall. Also ich will natürlich da mich auch einbringen und der Mannschaft auf jeden Fall helfen. Und leider momentan bekomme ich wenig Chancen, der Mannschaft auf dem Platz zu helfen. Ich muss dann andere Wege gehen. Ich werde mich im Training natürlich nach wie vor versuchen aufzudrängen und dann warten wir mal ab, wie es weitergeht. Wie siehst du trotzdem auch deine persönliche Situation jetzt? Du bist ja einer der erfahrensten Spieler hier in dieser Mannschaft. Erfahren jetzt nicht unbedingt auch nur vom Alter, sondern auch durch die Zugehörigkeit im Verein. Ja, ist natürlich nicht die angenehmste Situation gerade, weil wie gesagt, mir sind gerade ein bisschen die Hände gebunden. Ich würde gerne eingreifen, würde gerne helfen. Mir bleibt am Schluss des Tages einfach nur weiter zu arbeiten, weiter zu kämpfen und dann komme ich auch wieder auf meine Einsatzzeiten, denke ich. In der kommenden Woche geht es nach Frankfurt. Gott sei Dank haben wir jetzt erstmal 3 von 4 Spielen zu Hause, was mit Sicherheit ein Vorteil ist. Trotzdem gucken wir mal auf diese nächste Auswärtsbegegnung beim FSV Frankfurt. Ja, da gilt es natürlich auch, möglichst 3 Punkte einzufahren und einfach zu punkten, also um den Abstand nach unten so weit wie möglich aufrechtzuerhalten. Aber trotzdem denke ich, muss es am Ende dann auch über die Heimspiele gehen, weil da mit den Fans im Rücken, denke ich, ist das immer nochmal ein großartiges Plus und das müssen wir uns aufrechterhalten. Muss man sich momentan manchmal so ein bisschen kneifen, um die aktuelle Situation auch so zu realisieren? Ja gut, dafür bin ich vielleicht auch noch zu kurz hier, um das so wirklich diesen Eindruck zu haben. Aber ich denke, wir haben eine sehr gute Mannschaft, die spielerisches Potenzial hat. Wir müssen es halt nur abrufen und ich denke, wir brauchen einfach mal einen Lauf, dass wir 2, 3 Spiele hintereinander gewinnen und ich glaube, dann wird das auch besser. Jetzt sind es noch 4 Spiele, 4 Begegnungen bis zur Winterpause, bis man sich vielleicht auch ein bisschen neu organisieren kann, sortieren kann, vielleicht auch sich punktuell nochmal verstärken kann. Was können wir von der Mannschaft zumindest bis zur Winterpause noch erwarten? Ja, dass wir die Flinte nicht ins Korn werfen. Wir wollen Punkte sammeln. Das ist, glaube ich, ich habe es vorhin schon gesagt, in unserer Situation einfach das Wichtigste, dass wir in ruhigeres Fahrwasser bis zum Winter kommen, dass du vielleicht dich dann wirklich neu sortieren kannst im Winter und nochmal
anders an die Rückrunde dann rangehen kannst. Aber wie gesagt, es geht eigentlich nur darum, Punkte zu holen. Wir sehen es mal ein wenig positiv, dass wir diesen Abwärtsstrudel zumindest heute aufgehalten haben, denn wir wollen gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn man das Spiel verloren hätte. Naja, nächstes Mal greifen wir wieder von vorne an und holen hoffentlich die Punkte dann beim FSV Frankfurt und dann sehen wir uns danach die Woche dann hier wieder in der Esprit Arena. Das soll er gewesen sein, unser kleiner VIP-Talk. Ja, einfach durch die Kamera gehen, ist gar kein Problem. Entschuldigung, Dankeschön, sehr nett. Das war der kleine VIP-Talk, präsentiert von Kolter, Fenster, Türen und Glas. Dankeschön an Alexander Mattlung und Oliver Fink.